Wechsel mal auf Spiel. Guten Morgen. Nochmal persönlich. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wir gucken uns heute die Demo von Factory Outlet an. Das, ne, ich war ganz erstaunt, dass es irgendwie zum Closing Store Simulator wohl noch ein Pendant gibt von einem anderen Entwickler. Und da dachte ich, das müssen wir uns auch angucken. Ganz klar. Oh Gott. Ja, das finde ich, das ist das Schlimmste quasi. Das finde ich ist echt das Schlimmste, wenn du so, du gehst früh ins Bett und du kannst dann auch schlafen und dann irgendwann ist vorbei. Ich glaube, Andi hatte heute Nacht dasselbe Schicksal, deswegen weiß ich nicht, ob der heute auftaucht. Ich mach mal hier so ein bisschen die Lautstärke wieder. Ich weiß nicht, warum Spiele immer Vogelzwitschern reinmachen müssen, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Wir fangen einfach mal an und gucken, ne? Ich bin wieder völlig, ich habe keine Ahnung, wie, was, wo. Erstellen Sie Ihr Schild. Oh, da geht's schon los. Oh, guck mal, da ist schon runtergeplumpst. Aber das ist unser Schild. Oh, das finde ich ja schon. Oh, das ist schon nice. Können wir da auch. Oh. Guck mal, wir sind ja sehr kreativ, ne? Das Kind hat immer noch meine Tastatur umgestellt und ich krieg's nicht, ne? Ich wollte gestern einfach, einfach mal den Stecker hinten aus dem PC ziehen. Ich weiß nicht, welches Dings, ne? So. Wir sind natürlich, ne? Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin eher der blaue Typ. Aber ich hätte die innere Schrift gerne. Können wir das vielleicht? Nee, das sieht nicht aus. Aber das ist so mehr lila und nicht, ne? Könnte ich bitte mehr... Ich hätte gerne mehr blau anstatt lila. Das ist ja jetzt schon was, ne? Da kann ich ja jetzt schon stundenlang mit verbringen. Sowas dürfen die mir doch nicht an die Hand geben. Oder es sieht halt wieder bei mir auf dem Bildschirm einfach, ne? Wir lassen es einfach so, guck. Mache das Licht an. Ist das hier? Oh Gott. Oh, wir haben schon ein gutes Handy da. Rechner. Ich hoffe, das hier ist aber auch nur unser, ne? Unser China-Ware. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. My Outlet. Hugo Boss. Ja, sowas mag ich ja, ne? Adidos. Ein Elfon. Da gibt es dann auch Schuhe. Zadra. Nikes. Ein Ei. Ja, stimmt. Ich würde es aber auch nicht wundern, wenn sie es hier Elfo nennen.
Jedenfalls gibt es hier anscheinend ganz schön viel, was man, ne? Womit fangen wir denn mal an? Einfach wahrscheinlich Oberteile, oder? Können wir? 200, wie viel haben wir? Haben wir schon Geld? Achso, wir müssen Forever 20 kaufen. Sky. Ist es das Sky hier? Ja, okay. Ah, das kriegen wir umsonst. Das finde ich aber nett. Elfhund, Zwölfhund. Ja, eigentlich hätten sie Elfhund doch auch so nennen können, oder? Maschinen für die Produktion kaufen. Wir produzieren selber. Maximale Gewinnspanne. Shopping, Interieur, kaufen Sie Artikel mit dem Namen Maschine. Dabei sitze ich doch schon hier. Muss ich doch gar nicht kaufen. Boah, $300, das ist aber teuer. Aber wir kriegen es umsonst. Easy. Stellen Sie die Maschine auf den Boden. Das ist aber A, eine sehr kleine Maschine und B, ein sehr großes. Also das nenne ich effizient verpackt. Das nenne ich effizient verpackt. Hättest du von außen niemals erkannt, dass das so ein Riesenpaket ist, oder? Können wir das so. Ich hasse es ja, wenn man irgendwie kein hinten vorne. Jetzt weiß ich doch gar nicht, kann ich das an die Wand stellen? Kann ich das nicht an die Wand stellen? Passt das so? Aber kaufen Sie Rohstoffe. Computer einkaufen, Rohstoffe. Okay. Selbstbausatz von Temu, ja. Aber wäre es von Temu gewesen, wäre es in der Plastiktüte gekommen. So. Okay, habe ich nicht richtig. Warte. Rohstoffe, kaufen Sie Artikel, Color, Thread, White. Das sollen wir kaufen. Alles klar. Okay, sollen wir doch nicht kaufen. Aber ist doch White Fabric, oder? Gibt es noch ein anderes? Nö. Warum lassen Sie mich das denn nicht? Keine Ahnung, ich bestell da nicht. Wenn du im Erdgeschoss in einem Haus mit bestellwütigen Menschen wohnst, dann ne, nimmst du öfters mal so eine Temu-Tüte entgegen. Meinst du das Ding? Du hast recht. Das ist völlig recht. Machen Sie T-Shirts. Guck, und schon werden wir reich. Und schon werden wir reich. Mein Hübsch ist anders, aber die Leute kaufen ja jeden Mist, ne? So. Wir gehen wieder in Interieur. T-Shirt Rack. Das Ding wollen sie. Boah, da gibt's aber ganz schön, ne? Platzieren Sie. Wieder effizient verpackt.
Mit der Schachtel. Also müssen wir das jetzt holen? Ach, kann ich das noch mal? Nee, schade. Das stört mich jetzt, dass das eine T-Shirt liegt. Oh, erstellen und speichern Sie Ihr eigenes Design-T-Shirt. Oh, sowas dürfen die mir doch nicht. Sowas dürfen die ja nicht machen. Kann ich das jetzt wieder? So, muss ja alles seine Richtigkeit haben, ne? Huber, My Outlet, Design. Ist irgendwo. Sich danach ganz unten. H&N. Bouger. Toni Hilfing. Calvin Klinge. Alles klar. Nee, okay, wo ist denn Computer My Outlet Design? Ach. Das muss man aber auch, ne? Dass man da nochmal. Holy moly. Holy moly. Da kann ich ja jetzt schon, ne? Weil es ist schade, dass das so eckig ist. Und man könnte auch ein eigenes Bild hochladen. Wir können auch anscheinend später hier Phone Case, Coffee Cup. Alter Verwalter. Ich brauche was nicht eckig ist. Das ist doch schön. Können wir das T-Shirt. Dann sieht man, wenn man jetzt die Schrift ändern könnte, das wäre natürlich, ne? Wir machen das mal so ein bisschen grau. Ach, diese Tastatur, ne, ich sag's euch. Wir nennen es einfach MacGood. Guck, guck. Das ist immer gut. Dann wissen wir nämlich, was es ist. Erstmal so tacken. Ist das von der Größe her? Ja, ne? Also was dürfen die mir doch echt nicht an die Hand geben, ey. Da kann ich doch stundenlang mit, ne? So. So, das heißt, wir kaufen wieder hier. Das. Und das Ding. Okay, alles klar. Okay, das müssen wir nicht reinholen. Ah, Designs. Produzieren. Oh, wir haben eine neue. Was machen wir denn da mit den alten Körbchen?
Price Tag. Oh, wir können auch Sales machen. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Oh. Ich wollte das jetzt nicht gleich, ne? Was hat das vorher gekostet? Ich glaube, ich habe das jetzt, ne? Wir wollen einen. Nee, das hat mehr gekostet, oder? Was bieten wir denn unser tolles T-Shirt an? Was haben wir denn da für eine Preisspanne? Okay, die ist gar nicht mal so hoch. Wir versuchen es mit 14, oder? Wir versuchen es mit 14. Das ist viel, viel zu günstig für, ne? Für unsere tolle Ware. Viel zu günstig. Jetzt ist halt die Frage, ne? Können wir die jetzt auch schon mit da... Jetzt nervt es mich noch mehr, dass das blöde T-Shirt da liegt. Ah. So. Aber wenn ich jedes Mal einen neuen Eimer da kriege, ne? Hier so einen neuen Behälter. Was mache ich denn da mit den alten? Ich dachte, ich muss es jetzt mal festhämmern. Hallo, hi. Wo müssen wir jetzt an die Kasse? Hui. Oh, guck mal, sie macht gleich einen Großeinkauf. So, entfernen Sie an der Kasse die Sicherheitsetiketten. Okay. Haben wir die jetzt schon? Ah, ach. So, warte, was hat sie uns gegeben? Das. So. Alles klar. Alles klar. So, was? My Outlet wieder. Meine Herren, das ist aber, ne? Boah, kostet eine ganze Menge, kriegen wir aber auch eine ganze Menge, ne? Aber so viel Kohle haben wir doch gar nicht. Kann ich irgendwo einsehen, wo, wie viel Geld wir haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich das hier so gleich? Besichtigen Sie das Hafengebiet? Kann ich da hinfahren? Oh mein Gott. Okay, alles klar. Da kommt ein Auto. Oh Gott. Oh. Die Bremsen müssen ganz dringend gemacht werden von dem Auto. Ganz dringend. Jetzt hatte ich kurz ein bisschen Angst, dass ich gleich, ne?
Ah. Müssen wir das Auto da ranfahren und dann ploppt uns das dann da rein? Boah, ich habe trotzdem immer noch Angst, dass ich da, ne, ich muss mal hier, ich fahre lieber so rum. Ich sehe uns schon gleich im Wasser liegen. Oh, guck mal, wir besitzen 23 Dollar. Okay, wo auch immer wir dann die 2000 Dollar für unsere Ware herkriegen wollen, aber ne. Stehe ich da jetzt dran? Ne. Oh, guck mal, öffnen. Wollen mir aber nicht sagen, dass ich da irgendwie rückwärts ran muss, oder? Das war doch eine Bestellung. Also, sie haben mich aber hier hingeschickt. Jetzt ist halt die Frage, ne, was sollen wir denn jetzt hier machen, wenn wir. Abliefern! Ich bin dumm. Ja. Das hat mich jetzt so irritiert, dass ich hier schon hinfahren musste. Jetzt habe ich. Hoffentlich fahre ich jetzt nicht rückwärts. Großhandelsbestellung. Ja. Jetzt, ne? Ich sollte früher bremsen schon. So. Ja, da müssen wir. Aber erstmal noch einiges. Oh, Leute, sorry, ich hatte einen kleinen Ausflug. Ne? Bitteschön, werden Sie glücklich mit Ihrem T-Shirt. Es ist noch früh am Morgen, ich sag's dir. Ich sag's dir. Manchmal ist man halt auch einfach, ne? Jetzt habe ich nicht. Ach so, 14 Dollar sollte sie bezahlen. Ach, jetzt, ne? Wenn man nicht aufpasst. Guck mal, jetzt hast du 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jetzt kann sie sich reich fühlen, weil sie einen Stapel Scheine im Portemonnaie hat. Ich hätte gerne zwei Dollar-Münzen, ne? So. Es irritiert mich des Todes, dass ich die nicht habe. Die Frage ist jetzt halt auch, wie viele T-Shirts können wir machen aus dem, was wir gekauft haben? Jetzt quasi die eine Charge, die wir gemacht haben, oder, ne? Moment, warte. Also müssen wir das gleich neu kaufen? Meine, wir haben immerhin schon 110 Dollar jetzt, ne? Und hätte ich mein Hirn früher eingeschaltet, dann hätte ich halt auch nicht den Großauftrag der Großaufträge genommen, weil, ne? Aber gut. Dafür spielen wir das Spiel ja an, um, ne? Schon mal aus unseren Fehlern zu lernen, falls wir es uns dann wirklich kaufen. Ich wollte sagen, haben wir eine Uhrzeit? Ja, wir haben eine Uhrzeit. Wir haben halb so gleich. Ist halt die Frage, ne? Wie lange können wir den Laden auflassen? Lassen wir jetzt einfach so lange, bis sie uns alles abgekauft haben?
Ja, sie hat schon mal Pech gehabt, ne? Wir sind ausverkauft, glaube ich. Oder hat sie noch was ergattert? Sie hat noch was ergattert. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, ne? Wie kann ich das denn jetzt? Ah. So, anscheinend war sie die letzte Kundin. Dann machen wir mal zu. Schade, dass wir die Tür nicht schließen können. Das irritiert mich etwas. So, wir sind ausverkauft, ne? Okay, also das Licht bringt jetzt nicht so viel hier drinnen, ne? Okay, wir müssen das alles wieder kaufen. Haben wir eigentlich für die Sachen quasi schon die Lizenz, ne? So. Wäre jetzt, ob wir das halt alles einmal kaufen, müssen wir mal gucken, was das jetzt nochmal kostet, ne? Shopping. Boah, das geht eigentlich, ne? Die brauchten jetzt alle dieses. Jetzt muss man sich auch noch merken, ne? Was. Colored, ja. Okay, white, colored, colored. Colored, 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 colored. So. Das heißt, wir kaufen das dreimal. Das einmal. Und das zweimal, ja? Wir testen uns jetzt an die Geschichte ran. Ach, wir müssen den Tag beenden. Oh, schade. Ich dachte, ich kann jetzt die ganze Nacht. Ich wollte jetzt die ganze Nacht hier T-Shirts drucken. Okay. Wir beenden die Nacht. Muss ich das jetzt nochmal. Ach, die werden automatisch im Lagerbestand. Ach ja, stimmt. Stimmt, das ist ja auch beim ersten Mal gar nicht mit dem LKW gekommen. So, wir produzieren die jetzt. Stört mich ja das, ne? Kann ich da ein Haus bauen raus, ne? Wenn wir mit allem fertig sind hier. Kann ich die wenigstens stapeln? So, dann machen wir jetzt. Guten Morgen, Andi. Soll ich dich fragen, wie deine Nacht war? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber ich hoffe, du bist jetzt etwas ausgeschlafen. Nee, okay. Dann wünsche ich dir einfach einen wunderschönen guten Morgen. So, was zocken sie hier? Outlet Factory Simulator. Was braucht man hier? Colored, colored. Ah, okay, den. Aber das machen wir doch auch noch. Wir haben ja noch Platz auf unserem.
Ich meine, die sind schon echt, ne? Vielleicht machen wir die auch einfach noch ein bisschen teurer, die T-Shirts. Tatsächlich letztens durch Zufall auf Twitch gesehen und dachte so, das müssen wir doch anzocken. So. Wo konnten wir jetzt noch mal die Preise? Wir sind ja eigentlich gut weggegangen, ne? Machen wir einfach noch mal einen Dollar teurer, oder? Guck mal, die machen wir. Sich für $12 für ein T-Shirt ist doch völlig in Ordnung, oder? So. Jetzt wäre halt die Frage, ne? Wie viele T-Shirts müssen wir? 380. Wir müssen aber, glaube ich, auch mal. Wir machen erstmal den Laden nochmal auf. So. Weil wir brauchen ja sowieso Kohle und, ne? So, wir müssen weiße T-Shirts machen, ne? Das ist. Weiße T-Shirts ist ja eigentlich gar nicht mal so teuer, ne? War ja nur colored und white, ne? Ich guck vorher nicht, dass ich was, ne? Colored und white, ja. Aber nee, dann so, ne? Wie geht's? Wie steht's? Wir machen immer 10, ne? Dann hätten wir jetzt schon mal 20, 30, 40, 50, ne? Ist ja eigentlich gar nicht mal so teuer. Wir bestellen einfach schon. Ist schon jemand? Ja, hi. Guten Tag. So, bitteschön. So, bitteschön. Anscheinend mögen sie unsere T-Shirts immer noch. Sehr gut. Ich immer erst die Maus klicken möchte, ne? Und ein Dollar zurück, bitteschön. Vielleicht haben wir auch für morgen noch was übrig. Aber anscheinend beschweren sie sich auch immer noch nicht über die Preise, ne? Also können wir das so. Vielleicht können wir das auch einfach noch ein bisschen ausreizen. Andi, wie ist das Wetter bei dir? Wir haben schon festgestellt, hier ist einigermaßen schön. Bei Carsten ist AA. Ich sitze heute wieder so nicht mittig in der Cam, ne? Der Nachteil von dem Runden. Du musst immer so, ne? Du kannst nicht mal ein bisschen nach links oder rechts rutschen.
Da kam anscheinend noch ein Bus mit Kunden. Sehr nice. Oh, Großeinkauf, mein Freund, Großeinkauf. Bitteschön, werden Sie hoffentlich sehr glücklich mit Ihren neuen Sachen. So. Das war bestimmt der letzte Kunde. So. Es wäre ja trotzdem die Frage, ne, können wir hier nochmal Material kaufen, weil wir müssen ja morgen Neues machen. So, davon brauchen wir ja eh eigentlich richtig viel, ne? Das heißt, da können wir ja eigentlich mal so noch 10 Stück holen. Und den ja eigentlich auch. So. Von dem könnten wir eigentlich auch. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld und wir kriegen ja noch mal Geld rein. So, dann holen wir nämlich da auch 10. Dann können wir nämlich unser eigenes Design machen. So. Es ist so dunkel, ne? Können wir jetzt noch produzieren? Frage ist jetzt, ne, können wir das einfach auf unseren Truck laden? Boah, das war aber ein Riesensprung. Ich dachte gerade schon, ich hatte kurzzeitig Angst, unsere T-Shirts sind weg. Guck mal, weil dann haben wir doch schon mal, ne, 10 T-Shirts gemacht. So, wir machen einfach mal den nächsten Tag. Ich frage mich ja, ne, sind die Lampen dort an oder? So. Wir produzieren jetzt einfach mal für uns hier noch. Damit wir quasi, ne? Wieder auffüllen können. Das finde ich schon mal schön, dass wir wenigstens jetzt hier einen Lagerbereich haben und das nicht alles, ne, im Laden, lagern müssen. Was kostet mir jetzt $10 jedes Mal, wenn ich T-Shirts mache? Noch voll. Ich als an dieser Kante hängen bleibe, ne? Rot hatten wir eben schon. Wir machen weiß nochmal. $200 kostete noch so eine Maschine, oder? So, und dann machen wir noch mal unser eigenes Design und dann sind wir da eigentlich auch schon wieder ausgestattet. Ah nee, man kann hier auch wieder eigene T-Shirts designen. Ne? So. Stellen wir dahin. Oh, nicht durch die Wand glitschen, du. Ich brauch dich noch. So, jetzt die Frage, können wir jetzt schon, ne, aufmachen?
So, und dann machen wir jedes Mal, wenn wir Geld verdienen. Machen wir hier eine Charge T-Shirts für unser Großprojekt. Ich mal stellen wir erstmal daher. Können wir dann nochmal. Hallo! $12 zurück, bitteschön. Sie mag unsere Klamotten. Sie mag sie sehr. Bitte schön. Bin gleich wieder da. Ich will nur mal hier, ne? Meine Güte, ja, wie viele T-Shirts wir da noch produzieren müssen. Glaube, heute schaffen wir das nicht mit der T-Shirt-Produktion. Schön. Bin gleich wieder da. Ah, die Playlist ist aber auch gerade so eine entspannende Waldmusik oder was? Guck mal, da bin ich schon. Guten Tag, yo. So. Da bin ich doch gar nicht so gestresst, dass ich hier entspannende Waldmusik brauche, ne? Guten Tag. Bitteschön. Ist ja nur die Frage, ne? Wir müssen jetzt selber mitzählen, wie viele Boxen wir schon gemacht haben, oder? Wir müssten jetzt bei 60 T-Shirts sein für unseren Großauftrag. Mensch. Er slidet ganz elegant zur Kasse. So, komm, ich bin gleich wieder da, ne? Da nur raus. So. Sonnenuntergang. Alles klar. Level 2. Ach so, da wollen wir ja. So, bitte. Ob wir jetzt mit Level 2 irgendwas können, was wir mit Level 1 nicht konnten? Guck mal, da haben wir Zeit, nochmal schnell hier hinten reinzurennen. Haben wir denn überhaupt noch Dings da um, ne? Material? Aber dass du jetzt irgendwie überall Kasse machen musst, das hat sich auch jeder Entwickler von jedem abgeguckt, ne? Die haben das mit dem Supermarkt-Simulator gesehen und sich gedacht, so, boah, die Leute kassieren anscheinend total gerne. Lasst uns ein Spiel entwickeln, wo die Leute kassieren müssen.
guck mal, da haben wir noch mal Zeit. Muss ich echt gucken, ob man hier irgendwie Lichter machen kann oder so. Wie ich jetzt auf Escape drücken will, weil, ne? Okay, er ist bestimmt der letzte Kunde für heute. So, bitteschön, tschüss. So, machen wir mal aus. Stimmt, das war ja nur Dings, aber. Speichern? Das ist ja cool. So. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit Dings im Auto sind's. Ist die Kiste noch da? Ja. Wären es also 9. Das heißt, wir machen jetzt noch ein zehntes. Dann wissen wir, wir haben schon mal 100 T-Shirts. Fertig. Können wir noch eins machen? Haben wir noch. Haben wir noch da. Ich bin ja richtiger Super Mario, ey. Ich kann ja springen, wie, ne? Kriegen wir da noch eine Kiste oben drauf? Ob wir die beim Fahren verlieren können? Ich habe gerade so ein bisschen Schiss, dass ich die da beim Fahren verliere und wir sie alle aufheben müssen, ne? Das würde ich tatsächlich nicht so nice finden. Aber selbst wenn, ne? Wäre die Frage, ob wir die zwischenzeitlich schon mal abgeben können, weil die ganze Lieferung passt doch gar nicht auf meinen Truck. Weil wenn das jetzt 100 T-Shirts sind, ne? Und wir müssen noch 280 machen. So. Boah, die haben uns aber auch ganz schön leer gekauft, ne? So viel haben wir gar nicht mehr übrig. So viel haben wir gar nicht mehr übrig. Müssen wir eigentlich auch nochmal neu produzieren. Ist halt gleich schon wieder Tag, ne? Wir haben unseren Tag noch nicht mal beendet. Ist die Frage, ne? Muss ich sie ihm beenden? So, wir haben jetzt weiße T-Shirts, ne? Wir stellen die einfach hier rüber. Wir beenden mal den Tag und gucken. Ne, brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Geil. Wir können einfach die ganze Nacht produzieren. Wenig Rohstoff. Lass mich raten, Dings fehlt, ne? Wir bestellen. Okay. Da brauchen wir doch bestimmt auch noch mal was. Da
Dann haben wir einen Vorrat. Aber das ist halt so teuer, ne? Das ist halt echt teuer mit dem Selbstdesignten. Das lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht, ne? Weil das ist im Verkauf. Wir können das gar nicht teuer genug verkaufen. Vielleicht müssten wir tatsächlich gleich auch mal nach einer zweiten Maschine gucken. Dass wir das Geld da investieren. So, wir machen nochmal unser Design. Unser Design kostet sogar mehr, wenn wir das drucken. Da sind wir ja schon wieder voll der Pleitegeier. So, wir gucken jetzt nochmal. $300 kostet sogar die Maschine. Boah, 1,2K für, ne, hier die Anprobe. Anprobe? Nee. Ankleide. Ist das Ankleide? Ne? Da brauchen wir echt, ne? Okay, hier können wir dann die Factory noch erweitern. Speichern. Aber jetzt die Frage, ne, kann ich auch irgendwann mein Dings hier erweitern? Wisst ihr, was ich meine? Nee, ne? Mein Laden. Wir das nochmal ein bisschen teurer machen. Komm, wir sind dreist. Wir machen nochmal alles einen. Oh, das haben wir schon auf 13. Können wir das auf 14 machen noch? 13,50, das ist das höchste. Okay. Ich bin auch voll dafür. Wir versuchen mal das eigene T-Shirt für richtig rauszuhauen, weil der Rohstoff dafür eigentlich echt ne, zu teuer ist. Okay, Bank können wir uns nicht angucken, das können wir uns wahrscheinlich auch nicht angucken. Und hier. Ah, oh, guck mal, da sind hier die Angeber, die schon ganz viel gemacht haben, ne? Oh, es ist schon 13 Uhr. Fuck, ich vergesse immer den Laden aufzumachen. Shit. Wir brauchen ja Geld. We need money, money, money. Deswegen kommt rein und kauft, Leute. Wie rosa das T-Shirt jetzt aussieht, ne? Eigentlich sollte das so einen Grauton haben. Warte, Leute, ich leg noch mal nach, ne? Bin gleich da, bin gleich da. So. $8 möchte sie wieder haben. Bitteschön. Was sind die Spardose für den nächsten Einkauf, okay? So, jetzt die Frage, ne, produzieren wir weiter für den Großkunden?
Oder sparen wir auf noch eine Maschine. Lohnt sich noch eine Maschine? Eigentlich gar nicht, ne? Weil prinzipiell. Es wäre halt ein Gedankengang, ob wir nochmal eine neue Lizenz dazu kaufen, ne? Weil momentan haben wir ja nur. Oh, ich bin ganz unten. Oh, Mann. Wer hat denn nach unten gescrollt und ist nicht wieder nach oben? Haben wir ja nur das. Was kostet denn 120? 150? Was kosten denn Hosen? 150. Hallo. Was ist unser nächster Schritt? Oh, noch jemand, der slidet. Also, wenn wir nochmal eine Lizenz kaufen, brauchen wir auch so ein. Nochmal so ein Rack. Aber die sind auch teuer. Aber umso mehr Ware, umso mehr Kohle verdienen wir natürlich, ne? Das ist jetzt ein Teufelskreis. So, wir haben schon wieder Abend. Ruhig. Ich habe die falschen T-Shirts gedruckt. Wir haben jetzt auch nur 244 Dollar. Das heißt, wenn wir noch eine Lizenz kaufen würden, können wir uns aber gar kein Rack dazu kaufen, ne? Oder? Das ist eh nur für T-Shirts, Pants, also. Da sieht aber halt aus, als würden wir da gar nicht so viel drauf kriegen, ne? Da würde sich noch mal ein T-Shirt wahrscheinlich eher lohnen. Was kostet denn die nächste? Nee. Was kostet denn die nächste Lizenz hier? 120. 150, 200. Der Hogobass. Der gute Hogobass. Ich bin halt echt unsicher, ne? Wir beenden einfach erstmal. Wir machen noch einen Tag mit Klamotten verkaufen. Ich überlege ja, ne? Ob wir. Können wir die T-Shirts eigentlich schon mal abliefern? Wir probieren das jetzt mal aus, ob wir die schon mal abliefern können, damit. Oh Gott! Oder ob wir quasi die komplette. Ich habe ja schon mal gesagt, ne, die Bremsen von meinem Auto sind nicht gut. Oh Gott. Sorry, sorry. Ich fahre hier gleich rein. Moment. Er ist in mich reingefahren. Ich habe doch gesagt, Moment, ich fahre da gleich rein. Was ist mit dir? Hast du keine 2 Sekunden oder was? Okay. Jetzt hasst mich mein Auto anscheinend sehr.
Ihr müsst bedenken, Leute, ne? Ist eine Demo. So, kann ich jetzt von hier das da einfach draufschmeißen? Das ist nice. So, wird mir das dann... Okay. Okay, cool. Das ist cool. Das heißt, wir können das immer mal wieder zwischendurch machen und T-Shirts wegbringen und... Das finde ich gut. Ich darf nicht so viel Gas geben, ne? Bei den Bremsen. So. So, dann machen wir gleich den Laden auf, ne? Wenn wir hier schon... Haben wir denn hier noch irgendwo... Ja, die weißen. Darf ich nur mal kurz? Danke. Bin gleich da. Ich stelle das nur mal hier hinten hin. So, bitteschön. Rot. Entschuldigung. Haben wir noch Rot da? 29 Dollar. Ja, na zu viel. Sorry. Das hätte er jetzt bestimmt einfach eingesteckt, wenn mir nicht, ne? Gut, das sind unsere eigenen Designs, ne? Haben wir noch. Ich würde trotzdem immer noch interessieren, was ich mit den Kisten hier machen soll. Wo ist denn unsere Musik hin? Oh. Einfach mal hier alles lahmgelegt. Okay. Ich wollte doch nur Musik wieder anmachen. So. Nein. So, bitte. Würde jetzt ganz knapp für die Lizenz und das neue Rack reichen. Aber wir brauchen ja auch dann, also müssen die T-Shirts ja auch herstellen. Ne? Ich sehe schon kommen, das wird wieder eine lange Nacht hier. So, wir haben jetzt 15 Uhr. Ich muss mal kurz. Ich mache mal kurz Pause. Ich gehe den Hund füttern. Ich bin sofort wieder da. Ich beeile mich. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Wollen wir mal schnell weiterverkaufen, ne? Doch, das reicht. Also wir kaufen uns auf jeden Fall noch eine neue Lizenz dann gleich und... Das neue... Rack. Dazu. So.
So, dann haben wir das schon mal bestellt, weil dann ist die Kohle nämlich weg, ne? Dann können wir die nicht andersweitig. Müssen wir gleich nur noch gucken, was wir dann dafür brauchen, um die Sachen herzustellen. Wir haben gar keine blauen T-Shirts. Nee, unser Design kommt echt gut an, ne? Obwohl wir das auch echt teuer gemacht haben jetzt, aber sie kaufen es trotzdem. Haben wir doch auch bestimmt noch hier hinten, ne? Da, oh. Weil ich hätte die. Oh. Entschuldigung, ich wollte sie nicht anrempeln. Bin gleich wieder da. Jetzt natürlich die Frage, ne? Kann man irgendwann irgendwas machen, damit, also Leute einstellen oder so, damit man nicht alles machen muss? Oder hast du halt irgendwann einfach den Stress? Entschuldigung, wollte sie nicht bescheißen. Passiert, ist spät, Nachbar lang. Hi Jim, na, komm mal dein Knöchelchen. $23 zurück, bitteschön. Boah, das wird bestimmt noch eine lange Nacht. Und das zweite Knöchelchen, bitteschön. So. Wir machen hier mal ne, zu. Und stellen schon mal das zweite hin. Okay. Jetzt machen wir die Reste hier noch. Du hast alles aufgegessen. Ich brauche trotzdem eine Recycling-Firma hier für meine ganzen, ne? Aber hier, warum steht denn der da leer rum? Jetzt steht der so doof da. So, das sind uns so selbstdesignten. So, jetzt die Frage. Jetzt gucken wir mal. Wir produzieren einfach schon mal, weil wir brauchen ja sowieso. Ob man die Maschinen auch irgendwann schneller machen kann oder so? Meine nicht, dass ich, ne, aber. So, das sind die, die wir eh schon haben. Und hier brauchen wir. Black, white, colored. Oh, da haben wir aber ganz. Da sind aber viele T-Shirts neu dazugekommen. Können wir produzieren. Was kostet das, wenn wir. Ach so, Black kaufen. Ja. Schrei mich nicht an, Spiel. Können wir kaufen einfach mal 10 Stück. Wenn wir schon dabei sind, kaufen wir hier auch noch mal.
Also mit Rathmas brauchen wir doch bestimmt auch. Von unserem brauchen wir ja nichts. Da haben wir ja eigentlich jetzt auf Reserve stehen. Umso teurer die werden, also ne, umso länger brauchen die auch, oder? Wir können ja schon mal Outlet. Machen die auf jeden Fall. Guck mal, wir sind richtig gemein. Wir machen die einfach mal richtig teuer. Wir sind jetzt ein teures Outlet. Wir machen einfach mal alles richtig teuer und gucken, ob die Leute das immer noch kaufen, okay? So, jetzt haben wir alles auf Maximalpreis. Einmal kurz da abstellen, damit wir schon mal die neuen produzieren können. So. Die T-Shirts gefallen mir. Na, hinstellen. Hinstellen. So. Was brauchen wir denn? Oh, wir brauchen bei uns eigentlich auch noch immer alles, ne? Wieder, ne? Die gelben passen schon gar nicht mehr dahin. Da haben wir gar keinen Platz mehr für auf unserem. Da müssen wir gleich mal gucken. War blau komplett ausverkauft? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hier haben wir unsere noch. Wir können natürlich auch die weißen auslaufen lassen und quasi nur noch als für unsere Großbestellung machen. Weil ich glaube, die geben eh die wenigste Kohle, ne? Dann machen wir die weißen quasi als, ne? Wenn die alle sind, sind sie alle. Dann machen wir da die gelben hin. So. Guck mal, wieder die ganze Nacht durchproduziert, ne? Komm, irgendwo da oben drauf musste doch passen. Komm, wir müssen wenigstens halbwegs Ordnung hier, ne? So. Dann machen wir gleich auf und hoffen auf Kohle. Die Kohle. Weil vielleicht können wir dann auch noch unsere weißen T-Shirts weiter produzieren. Weil was wirklich Teures müssen wir ja jetzt eigentlich nicht investieren. Wir haben ja jetzt erst die nächste Lizenz geholt. Mal schauen. Gucken uns aber nochmal ganz flott. Okay, das können wir uns nicht angucken alles. Okay. Könnte man hier auch mehrere Aufträge?
Ich möchte es nicht ausprobieren. Ich möchte jetzt nicht noch einen Auftrag am Popo kleben haben. Aber glaube ich tatsächlich nebenbei wieder weiße T-Shirts produzieren, oder? Hallo. Ich und die Escape-Taste, ne? Wir sind gute Freunde. Haben wir noch weiße T-Shirts da liegen? Ja, ne? Jetzt hat die Frage, können wir neben die weißen jetzt schon die gelben legen? Oder sagt er, nee, wenn du da angefangen hast, die Weißen hinzulegen, dann... Ich kann die Weißen... Ich leg die Gelben einfach da drüber, alles klar. Warum auch nicht, ne? Hallo, oh, sorry. Oh Mann, er hatte aber Bock, einzukaufen. Moment, bin gleich wieder da. Eigentlich können wir nicht ganz gemütlich jetzt nebenbei hier ne, produzieren. Aber die neuen T-Shirts kommen gut an. Kommen sehr gut an. Sie mag sie sehr. Die werden ja auch ganz fantastisch stehen. Ganz fantastisch. Boah, schon wieder Abend, ne? Man hat eindeutig zu wenig Zeit. Okay, das werden wahrscheinlich die letzten Konten sein, ne? Ist halt die Frage, ne? Verbringen wir dann die Nacht damit, T-Shirts zu produzieren und ins Auto zu laden? Weil wir müssen erstmal Nachschub machen, ne? Das ist das Wichtigste. Das wäre hier... So, sie wird die letzte gewesen sein. Da können wir erstmal. Ja, die Frage, ne? Können wir den Laden auch einfach über Nacht offen lassen? So.
Hätte ich erstmal den einen reingemacht, ne, hätte man schon mal nochmal neue produzieren können. Wieder nicht wirtschaftlich gedacht. Wieder nicht wirtschaftlich gedacht. So, die machen wir noch rein. Dann machen wir noch mal eine neue Charge als, ne? Und dann füllen wir auf, um zu wissen, was uns fehlt an unseren T-Shirts. Das ist halt die Frage, ne? Machen wir davon noch mal welche oder lassen wir... Reicht das? Ah, das reicht. Die müssen wir nicht. Das reicht noch für den nächsten Tag. Ja, aber von den anderen müssen wir, glaube ich, alles machen, ne? Das ist ja... Warte, wir machen nochmal einmal. In der Zeit kloppen wir die beiden gelben hier noch. Ist halt, dass ich die jetzt, das T-Shirt da anscheinend nicht runterkriege, ne? Das finde ich schade. Das finde ich sehr schade. So. Was haben wir denn jetzt noch da? Noch haben wir alles. Wir machen erstmal die T-Shirts, weil die kommen ja anscheinend besser an als die anderen. Nach dem nächsten Tag wäre jetzt halt auch echt die Frage, ne? Kaufen wir noch eine Maschine? Die weißen kommen anscheinend nicht so gut an. Da wäre halt wieder die Frage, ne? Tauschen wir dann nach Farbe aus, wenn irgendwas nicht gut ankommt, ne? So, und hier nochmal gelb, dann haben wir das auch. Dann ist die Frage, was braucht man da noch? Weiß machen wir ja nicht mehr. Einmal nochmal rot, machen wir nochmal blau. Oder gehen wir davon aus, dass es reicht für den nächsten Tag? Ich lasse das erstmal, vielleicht verkauft sich das weiße T-Shirt darunter ja dann doch noch. Was hatten wir nochmal? Rot? Machen wir einfach nochmal rot, dann haben wir alles da, ne? Dann sind wir auf alles vorbereitet. Achso, nee, eigentlich wäre es eher blau gewesen, was wir hätten nicht machen müssen, ne? Ja, passt schon. Und dann können wir gleich nochmal eine Fuhre weiß einstellen.
So. Passend, 10 Uhr, können wir gleich den Laden aufmachen. Super. Ne? Wie gut, dass wir anscheinend überhaupt keinen Schlaf brauchen. Brauchen noch bestimmt bald wieder neues Zeug hier. Gerade für das Weiße braucht man dann nur die beiden, oder? Kaufen wir einfach nochmal dann, ne? Also in dem Stream lerne ich es nicht mehr, nicht auf die Escape-Taste zu drücken. Wollte ich nur mal so anmerken, ne? Ich muss wirklich sagen, ne, der Laden ist wenigstens hübsch. Da habe ich nicht sofort das Verlangen, das alles umzubauen. Okay, sie haben ja einen gelben weggekauft. Hoffentlich kaufen sie jetzt die beiden weißen da noch weg, dann können wir ja da die gelben hinlegen. So, warte, ich gehe mal ganz kurz noch hier, ne? Aber kohlemäßig läuft es doch eigentlich ganz gut. Dürfte jetzt nur halt nichts Unvorhergesehenes, ne? Dann. Ich habe auch eben schon gelesen, wenn du das Spiel startest, da steht auch dann was von Ladendieben und der Mafia und sowas. Also, das. Die Entwickler haben anscheinend noch ganz interessante kreative Ideen für das Spiel. Kauft doch mal irgendjemand noch das eine weiße T-Shirt da. Bin gleich wieder da. Finde ich gut von ihr. Sie hat eins von den weißen T-Shirts gekauft. Es liegt da, glaube ich, nur noch eins. Was wir loswerden müssen. Die Tage gehen hier aber schnell um, ne? So, bitteschön, dankeschön. Beehren Sie uns bald wieder. Ich wollte schon sagen, sie ist bestimmt die Letzte, aber nee.
Da kommt wie immer noch mal die Dreiergruppe. Oder kommen sogar noch mehr, Mensch. Unsere Klamotten sind anscheinend so beliebt, ne? Aber kohlemäßig geht's echt. Wir könnten uns wirklich eine zweite Maschine holen. Ich meine, die Frage wäre halt, wie sinnvoll ist es? Brauchen wir wirklich schon eine zweite? Weil, ne, aber wenn wir jetzt nachts produzieren, es dauert halt schon echt, ne? Es dauert halt schon echt. So, wie viel haben wir jetzt hier heute nebenbei gemacht? 9. Guck mal. Machen wir noch einen 10. Dann haben wir nochmal 100 T-Shirts produziert. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt hier draufstehen? 9, auch 10, oder? Ja. Also haben wir 200 T-Shirts. 100 haben wir, also wir bräuchten noch 80. Wir bräuchten noch 80 T-Shirts für unseren Großauftrag. Was denn? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Oh nein, das sind die falschen roten. Oh, jetzt würde ich die gerne. Kann ich. Nee, das ist für das Ding nur. Okay. Kann ich das jetzt nicht mehr? Hallo? Oh nein, warum steht das denn jetzt? Oh Gott sei Dank, ich dachte, ich muss es jetzt da. Egal, lassen wir es jetzt erstmal da. Lassen wir es jetzt erstmal da. Ja, wobei, ne, ich schaffe das jetzt eh nicht mehr. Gucken nochmal, hier haben wir alles. Wir können natürlich auch. Also mit den Designs, ne, das finde ich wirklich richtig nice. Wir könnten auch nochmal eine neue Lizenz kaufen, aber ne. Das machen wir nicht heute. Weil ich muss mich jetzt verabschieden. Für mich war es das heute. Ich muss sagen, nice Spiel. Ich mag's. Es gefällt mir sehr, sehr gut bisher. Also ich muss sogar zugeben, prinzipiell würde es mir sogar noch ein bisschen besser gefallen als der Clothing Store Simulator. Es ist zwar schon jetzt ein bisschen stressiger. Ich mach mal hier Dings, ne? Nicht, dass mir die Zeit... Ich weiß, ich kann euch jetzt leider spontan nicht sagen, ob es schon ein Datum gibt, wann das Spiel rauskommt. Aber für die Leute, die das auf YouTube vielleicht gucken werden, ich werde es unten in die Beschreibung schreiben. So. Ansonsten, ne? War es das dann jetzt? Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Freitag. Habt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns ja am Wochenende nicht. Wir sehen uns am Montag wieder. Und ja, ich mach mal hier den... So. Ich, verabschiede mich und wie gesagt, ne, lasst es euch gut gehen am Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.